Nach der Arbeit trinken viele von uns gerne mal ein Bierchen, aber einige Politiker sind scheinbar nicht so richtig in der Lage, bis Feierabend damit zu warten und gönnen sich einfach mal so einen richtigen Suff während der Arbeitszeit. Und das nicht nur in Einzelfällen, sondern richtig ordentlich, strukturiert, regelmäßig. Und deshalb gibt es jetzt die Top 3 der betrunkensten Politiker. Und obgelost bleicht. Ich bin akkurat. Hello darkness, my old friend. Und aufgelost. I've come to talk with you again. Platz Nummer 3 belegt der tschechische Präsident Miloš Zeman. Der raucht nicht nur 2 Schachteln pro Tag, sondern trinkt auch mal gerne die eine oder andere Flasche Alkohol. Und als man ihn darauf angesprochen hat, dass er so viel trinkt und das auch während der Arbeitszeit, hat er einfach gesagt: Adolf Hitler war abstinent, Nichtraucher und Vegetarier und hat den Krieg verloren, während der britische Premier Churchill täglich 1 Flasche Whisky, 3 Flaschen Champagner trank und 8 Zigarren rauchte. Und Churchill hat den Krieg gewonnen. Und da muss man noch sagen, das klingt doch recht plausibel. Je mehr Flaschen Alkohol, desto mehr Erfolg im Weltkrieg. So ist es, Freunde. Der tschechische Präsident hat angeblich Schmerzen und wachsende Taubheit in seinen Fingern und Füßen und hat nach offiziellen Angaben auch deshalb Probleme beim Gehen. Ist klar. Auch deshalb. Auf Platz Nummer 2 haben wir den alten Boris Jelzin. Mittlerweile ist er schon verstorben, aber schon zu seinen Lebzeiten war bekannt, dass er 3 Hobbys hatte. Tennis spielen, Menschen kontrollieren und Alkohol trinken. Viel Alkohol. Jelzin hatte überhaupt kein Problem, in der Öffentlichkeit betrunken aufzutreten. Zum Beispiel hat er bei einem Gipfeltreffen Kirgisiens Staatsoberhaupt mit 2 Löffeln auf den Kopf rumgetrommelt. Und bei einem Besuch in Berlin versuchte er im Suff das Orchester zu dirigieren. Und in Irland stieg er gar nicht erst aus dem Flugzeug, sondern ließ die versammelten Politiker einfach auf ihn warten. Und letztendlich war es dann sein Premierminister, der ihn vertreten hat. Wahrscheinlich war Jelzin in dem Moment so dermaßen betrunken, dass es selbst für ihn zu viel war. Und auf Platz Nummer 1 haben wir den Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker. Oder auch Junker the Drunker. Wisst ihr, der Junkie hat vielleicht nicht ganz so viel Promille wie Jelzin, aber während Jelzin damit viel besser umgehen konnte als Juncker, wahrscheinlich weil es als richtiger Russe so ordentlich geübt war, kann sich der Präsident der EU-Kommission wirklich überhaupt nicht zusammenreißen. Die niederländische Regierung hat die niederländische. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes qui sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Aber warum trinken Politiker und warum sind es gerade immer die, die ganz oben sind? Die Antwort ist eigentlich offensichtlich. Alkohol ist ein Weg, um Dinge zu verdrängen, die einen beschäftigen. Nicht nur normale Leute nehmen Drogen, auch Politiker tun das. Und Drogenkonsum unter Politikern ist sogar weit verbreitet. Diese Politiker aus dem Video schaffen es nicht mal, ihren Konsum geheim zu halten, während die meisten Politiker einfach hinter verschlossenen Türen die Sau rauslassen. Und das machen sie, weil sie verdrängen wollen, was für einen Scheiß sie erleben. Die wollen die Probleme ausblenden, für die sie selber verantwortlich sind. Und die wollen das ganze grausame Zeug vergessen, von dem sie Kenntnis haben. Es ist völlig normal, unter Politikern Drogen zu nehmen. Auch im Deutschen Bundestag wurden auf den Toiletten im Jahr 2000 Kokainspuren nachgewiesen. Es handelte sich dabei teilweise um Mengen, bei denen ein Drogenhund anschlagen würde. Und da könnte man jetzt sagen, ja, das kann auch von jemand anders kommen oder das hat jemand dahingetrickst, extra da platziert. Aber für diese Verschwörungstheorie gibt es wirklich überhaupt keine Anhaltspunkte, ja? Im gesamten Bundestag wurden Proben von Oberflächen in den WCs genommen und auf den öffentlichen Toiletten vom Bundestag wurde nichts nachgewiesen. Nur auf den Toiletten im Präsidialbereich und auf der Fraktionsebene wurden Spuren gefunden. Und auch da gab es 3 Toiletten, auf denen keine Kokainspuren waren. Dass die Spuren dadurch Umwelteinflüsse oder sowas hingekommen sind, würde voraussetzen, dass neben dem Bundestag eine Kokainfabrik ist. Und das ist ja nicht der Fall, oder? Naja, wie auch immer, solche Tests sind einfach verdammt aufwendig zu fälschen. Der Skandal wurde so gut wie es geht vertuscht und abgetan. Und die grünen Abgeordnetenhausfraktion hat mit folgenden Worten darauf reagiert. Bei uns nimmt keiner Kokain, wir brauchen keine Haarproben. Ich meine, das ist doch total glaubwürdig. Und dass diese Aussage auch der Wahrheit entspricht, das haben wir dann noch ein paar Jahre später bei Volker Beck gesehen, ja? Denn der hatte kein Kokain dabei, sondern nur Crystal Meth.
Es ist einfach so, Leute. Politiker brechen andauernd die Gesetze, die sie selber erlassen. Und die dürfen Dinge tun, die normale Bürger nicht tun dürfen. Normale Menschen würden für das, was Politiker tun, ins Gefängnis wandern. Und das ist die wahre Zweiklassengesellschaft, von der abgelenkt wird mit diesem dämlichen Arm-gegen-Reich-Schwachsinn. Ja? Es gibt die Herrscherklasse und die Klasse der Beherrschten. Und die Herrscher wollen, dass wir das nicht erkennen. Und deswegen lenken sie uns ab, indem sie einfach auf die Reichen zeigen. Aber jetzt mal ehrlich, wer ist denn für dein Leben problematischer? Der Typ, der ein größeres Haus hat als du? Oder die Typen, die in ein anderes Land einmarschieren können und dich dann anschließend die Rechnung dafür bezahlen lassen?